So, und damit wieder ein herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir hier diesem irgendwas entkommen. Ja, was auch immer das war. Und wir wissen ja, was uns eventuell hier unten erwartet. Und zwar der wunderbare Assassin's Creed-Typ, der Assassine, der sich teleportieren kann. Auf den haben wir natürlich ganz viel Lust. Nämlich gar nicht. Ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt taktisch vor? Also wir wissen, wenn wir dem Assassin zu nahe kommen, sterben wir instantly. Wenn wir ihn abschießen, teleportiert er sich zu uns und berührt uns, wir sterben. Würde jetzt heißen, ich versuche jetzt mal, runterzurennen, den Assassinen zu triggern und dann hier hochzurennen und im Endeffekt quasi von hier oben, wenn wir jetzt hier oben sind, zu outplayen, indem wir den jetzt irgendwie hier so lang schieben. Kann ich das eigentlich runterschmeißen? Ja, das geht da natürlich nicht. Aber jetzt kann ich es nicht weiter bewegen, oh nein! Auf jeden Fall versuchen wir den hier hochzulocken und wir versuchen dann ihm auszuweichen. So, warte mal, jetzt laden wir mal hier nach. Was war denn die anderen? Achso, das war ja genau. Ja. Kann ich hier auch noch nachladen? Nein. Kann ich hier. Das ist Granate. Ja, genau. Okay, also wir bleiben bei der Shotgun. Ja. Und ja. Shotgun ist natürlich OP. Leider zu wenig Munition, wie ich gerade wieder sehe. Ja, hallo! Ja, lass uns doch mal nach oben rennen. Mal gucken, was uns dann passiert. Oh nein, ey, seid ihr jetzt nicht außer Atem? Da kommt er! Da kommt er! Okay. Wo ist er hin? Was ist denn jetzt los? Wie und. Okay, wir sagen jetzt mal Spiel speichern und begeben uns gleich mal ins nächste Kapitel. Wir sehen uns beim Start des nächsten Kapitels. Bis gleich. Da okay. Will mich jemand unbedingt einweisen. Okay, also wir haben jetzt das neue Kapitel gestartet. He is watching. Und wir sind da. Wie jetzt? Wir sind doch von. Sind wir nicht irgendwo runtergefallen gerade eben? Also, he's watching, we can't leave. Okay. Nehmen? Was können wir denn da nehmen? Oh. Ein Kartenfragment! So. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Hier hinter der Tür hört sich so an, als ob da. Hallo? Genau, als ob wir da unsere Stats wieder verbessern können. Und eventuell sogar nochmal zwischenspeichern. Oh, Tagebuch von Sebastian Castellanos, März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Josef ist ein sehr guter Detektiv und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Jetzt muss ich noch ganz kurz, ich hoffe, ich habe die Maus jetzt noch nicht bewegt, damit wir auch weiter runter scrollen können. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat.
Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger von den Verbrechern geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Ja. Okay. Ich will die ganze Zeit das da öffnen. Danke. Meine Güte. So, Jo, machen wir das jetzt mit den Stats? Komm, guck mal. Wir können ja mal zumindest nachgucken. Substanziell für mich am Arsch. Ja. Du, können wir jetzt hier mal rein? Ne, können wir mal noch nicht. Können wir hier rein? Nein, können wir auch nicht. Gut, dann lass uns mal weitergehen. Vielleicht haben wir hier auch wieder neue. Der Besuch ist schon eine Weile her. Ey, die Stimme aus dem Nichts, ey. Diese Krankenschwester. Es gibt keine neue Zeitung und es gibt keine neuen Vermisstenmeldungen. Okay. Wir können ja mal hier reingucken. Ich glaube, neue Schlüssel hatten wir auch noch nicht gefunden. Aber ich bin der Meinung, dass wir eventuell noch ein, zwei... Genau, neue Schlüssel haben wir nämlich nicht. Wir können aber hier nochmal Munition nehmen. Genau. Genau. Da drüben war nichts. Und wir könnten jetzt nochmal gucken, ob wir unsere Stats verbessern wollen. Oder können. Das wäre natürlich 5300. Na, dann lass uns doch mal schauen, was wir so machen können. Schauen wir mal gleich rein. So, Lebensanzeige. Maximale Sprintdauer, Waffen. Schadensmultiplikator. Hier könnten wir die einzelnen Waffen wieder verbessern. Ah, guck mal hier. Hier habe ich schon die 8000. Leck mich am Arsch. Spannungsgeschwindigkeit. Hier haben wir schon mal ein bisschen was. So, Streichhölzer, Qualenbolzen können wir nur 3 mitnehmen. Explosivbolzen, Kältebolzen, Blendbolzen, Harpunbolzen, Schockbolzen. Also ich finde die Explosivbolzen finde ich ja schon mal geil. Eine Sprengladung, die hohen Schaden bewirkt, verwundet Gegner in einem Umkreis von 3 Metern, aber der Schaden nimmt mit der Entfernung zur Explosion ab. Ha. Das ist natürlich die Frage, wie die Menge der Qualenbolzen, die zusätzlich mitgeführt werden können. Da sind wir schon auf Stufe 2. Also wir können 3 mitnehmen. Dann könnte ich 4 pro Bolzen mitnehmen. Für 5000. Schrotflinte ist auch, aber da habe ich eh nicht so viel Munition. Die kann ich wenigstens herstellen. Und wir machen das jetzt mal. Wir ballern den jetzt hier mal komplett aus. Weil die Bolzen sind echt OP. Ja, wenn wir die jetzt noch selber separat herstellen können, wir können mal kurz gucken. Wir könnten. Was ist denn immer unsere beste benötigte Teile? 3. Wie viel habe ich denn? 2 nur. Weil die Explosionsdinger sind, sagen wir mal ganz ehrlich, sind natürlich mega. Wir werden jetzt natürlich noch ein bisschen speichern. Und dann gehen wir das 4. Kapitel mal erkunden. So, das war's mit dem Speichern. Jetzt gehen wir mal die Sache hier ein bisschen bei der Erkundschaften. Was uns im 4. Kapitel so alles erwartet. So, da sind wir wieder. Mal die Tür auf. Mal dieses lahmarschige Öffnen. Kapitel 5. Innere Tiefen. Was war das für ein Baby? Oder für ein...
Als ob ich die jetzt... Oh! Wo ist sie hin? Alter, ich habe 3 Sekunden mal nicht hingeschaut, noch nicht mal. Okay. Hau. Wie ist sie da rausgekommen? Vor allem, wie kann die laufen? Wo ist sie hingegangen? Ja, ja. Steht da hinten jemand? Mach die Tür auf. Hier ist jetzt hier nichts mehr mit zärtlich. Zärtlich ist vorbei. Die Tür wieder auf. Und hier rein. Die Tür auf. Was ist dein Begehr? Wo kam der denn her? Alter. Alter. Die Tür auf. Aber dieses Zaghafte. Zaghafte ist vorbei. Wenn ich denn so eine Viecher da hab. Was ist denn mit dir los? Was ist mit dir da hinten los? Hello? Hello? Es ist scheiße dunkel. Ich sehe nichts hier drin. Okay. Wo ist er hin? Du dummes Mistvieh. Wo bist du? Nein! Munition alle? Oh. Kann ich dich irgendwo sehen? Ja, da bist du. Oh, wie ich das hasse, wenn die Viecher unsichtbar werden. Erstmal verbämmer dich. Safety fucking first, Alter. Du hast fallen gelassen wenigstens? Nope. So, für dich habe ich jetzt meine ganze schöne Munition verschwendet. Ich habe keine Munition mehr für die Kamera. Was ist dein Problem? Okay, hallo? Hallo? Was ist hier passiert? Geil, erstmal schön mal 2 Schuss schön verschwindet. Die Tür auf. Okay. Das Game ist ja schon wieder ziemlich heavy. Ja, was ist er denn hier? Hallo, wer bist du denn? Machen wir mal Licht aus. Wir schleichen jetzt mal eine Runde.
Hallo? Ist da wer? Ich muss dazu sagen, hier dieses Wasser sieht sehr verdächtig nach den unsichtbaren Leuten aus, dass man dieses hier so nutzen sollte, um die damit zu sehen. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Das sieht aus, als ob... Ja, klar. Cool. Sieht so aus, ne? Wir können uns aber auch erstmal hier oben vergnügen und erstmal unten ein bisschen abchecken, was da so ist. Wie zum Beispiel eine tanzende Ratte. Sehr nice. Okay, anscheinend bringt mir hier Laufen nicht leise sein, nicht so viel. Da unten ist auf jeden Fall wieder Munition. So, das ist aber wieder so ein Point of No Return, ja? Also ich bin ja, ich mag kein... Was passiert eigentlich? Er zielt eben halt beschissen, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Also was er nicht kann, ist zielen. Zielen ist nicht seine Hauptaufgabe. Oder das Beste, was er kann, sagen wir es mal so. Ja. Also hier liegt Munition. Die nehmen wir natürlich mit. So, was haben wir denn sonst noch Feines hier? Außer einer Ratte, ein Baby, was auf dem Tisch da hinten steht. Und hier drinnen haben wir nämlich auch nochmal Munition. Ach, hier ist ein Kopf vom Baby. Nee, ist klar, ja. Was macht er denn? Warum wird die Musik so laut auf einmal? Oh, ich mag keine Rollstühle, ich mag keine leeren Stehenden. Ich mag so vieles nicht. So, wer kennt es auch? Bei Horror Games hier so weit runter diddeln und da so ein Rollstuhl, der dann gleich sich bewegt. Stimmt. Oh, Kontrollpunkt, Alter. Selbst der Kontrollpunkt bereitet mir leichte Ängste. Okay. Okay. Sieht ja erstmal auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus, wie gedacht. Mal gucken, wie lange ich dieser Meinung noch bin. Was. Ich sag doch, da ist diese Wichser. Ich habe zu wenig Munition von allem. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okidoki, wir sind hier völlig sicher. I hope so, dass wir very sicher sind. Und ich höre doch irgendwie, dass wir vielleicht doch nicht ganz so sicher sind, wie wir hoffen. Man merkt gar nicht, dass ich nervös bin. Schrotflintmunition, komm her, Schrodi, gleich mal nachladen. Eine Munition, ein Schuss. Na, das ist ja mal
Dann ist ja mal übel. Mal gucken, ob er durch die Tür kommt. Ja, komm ruhig durch die Tür. So, das war jetzt übelste Munitionverschwendung. Von der ganz krassen Sorte. Weil jetzt haben wir ein Problem. Und zwar kein kleines. Wir haben einen Schuss in der Schrotflinte. Wir haben verschiedene Schüsse noch im Revolver. Aber auch nicht mehr so viele. Dass ich es irgendwie lohnen könnte. Ein bisschen Bedenken, dass ich hier gleich attackiert werde. Durch irgendwen oder durch irgendwas. Aber das scheint erstmal noch nicht der Fall zu sein. Kann ich hier nicht durch? Nein, kann ich nicht. Ich kann hier nicht durch. Krankenhausschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehört einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Tolle Box. So, setz das hier auch noch auf. Oh, nochmal Munition. Munition ist. Das ist das Falsche, das ist auch das Falsche. Das war auch das Falsche. Mal kurz. Heilung. Wir heilen uns mal ganz kurz. Auch nicht so viel. Nice. So. Wie, das war's schon? Dafür bin ich in den. Achso, ja, wegen der Karte. Okay. Dafür will ich den Raum holen. So, denn. So, dann komm mal her hier. Oh, warum? Vor allen Dingen, wie? Ich hab doch da hinten alles schon geklärt. Von wo kommen diese Mistviecher? Und warum spawnen die alle neu? Und warum habe ich keine Munition? Lass mich jetzt hier durch. Ich habe jetzt keine Lust mehr mit euch hier rumzuflaxen, ihr Wichser. Ich will von euch nichts hören, nichts sehen, nichts riechen, nichts wissen. Piep. Der Assassine ist wieder da. Ich mag den Assassinen nicht. Warum ist er da? Vor allen Dingen, was ist sein Begehr? Vor allen Dingen... Hallo? Ist das überhaupt alles wahr, was wir hier so durchmachen? Oh, Munition ist geil. Munition ist so awesome wichtig aktuell. Ich hab davon echt wenig, oder? Wo ist hier hingegangen? Warum ist es so dunkel? Ich mach mal Licht an.
Oh, 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 wie lange nehmen wir denn schon auf? Ja, okay. Wir gehen mal noch durch. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir gehen nochmal durch diese Tür. Und warum ist alles so verdammt unscharf? Was ist das? Da ist eine Tür. Kann ich die öffnen? Ich weiß, ich kann das da untersuchen. Ich guck mir das aber gleich nochmal an. Aber was ist denn? Warum? Okay. Hey, hey. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das, was jetzt kommt, seht ihr in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt The Evil Within. Bis dann erstmal. Reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Jokes time.